Der Abteilung und Boxen auf 2200 Meter liegen in diesem Listenrennen vor den Pferden und Lalandia ganz an der Innenseite war zunächst am schnellsten auf den Beinen. Jetzt kommt aber die Favoritin und bringt das Feld zum ersten Mal vor die Tribünen. Oriental Lady ist vorne, dahinter galoppiert High Heat in zweiter Position, dicht auf ist Nocturne, dahinter dann in den Lalandia, Absolutely Me, Lily Moon und am Schluss des Feldes galoppiert Daksha. So geht es durch den Riemerbogen in die Gegenseite hinein unter der Führung der Favoritin Oriental Lady. Zwei Längen sind das bis zur High Heat, dahinter innen Lalandia dritte, ganz außen ist Nocturne als vierte auszumachen, fünftes Pferd Absolutely Me, dahinter eine Lücke von zwei Längen zu Lily Moon, derselbe Abstand bis zu Daksha am Schluss des Feldes. Mitte der Gegenseite am 14 Meter Stabpfosten sind die Pferde jetzt angelangt, Oriental Lady hat das Kommando unverändert, dahinter ist High Heat zweites Pferd, Nocturne außen dritte, dann Lalandia, Absolutely Me zwischen beiden. Und am Schluss des Feldes unverändert Daksha hinter Lily Moon. Ende der Gegenseite, keinerlei Veränderung. Oriental Lady diktiert das Geschehen nach wie vor. Dann hat außen jetzt Nocturne etwas Boden eingebüßt. In High Heat ist weiterhin zweite. Dann kommt innen Lalandia mit Absolutely Me, Lily Moon und Daksha weiterhin gemeinsam am Schluss des Feldes. Es geht durch den Schlussbogen hindurch. Oriental Lady unverändert mit dem Kommando. Dahinter High Heat, Nocturne, Lalandia, außen Absolutely Me, Daksha und Lily Moon. Jetzt letztes Pferd. Es geht in die Zielgerade hinein. Noch gut 550 Meter zu galoppieren. Oriental Lady mit dem Kommando. Sofort kommt der Angriff von High Heat. High Heat an der Seite von Oriental Lady. Oriental Lady, High Heat, dann Lalandia, Absolutely Me. Und jetzt wird Daksha eingesetzt und Daksha wird enorm stark. Aber vorne ist weiterhin Oriental Lady, Daksha an der Außenseite ist die Angreiferin und die geht nach vorne. Daksha ist vorne vor Oriental Lady, der Ball mit der High Heat. Lalandia ist zur Stelle. Absolutely Me versucht heranzukommen, aber vorne ist Daksha mit Oriental Lady. Daksha, Oriental Lady und Lalandia greift an, aber Daksha ist vorne außen. Daksha, Daksha vor Lalandia und Oriental Lady. Daksha an der Spitze, da kommt Lalandia. Daksha oder Lalandia, Daksha ist außen vorne und Daksha heißt die Siegerin vor Lalandia. Dritte ist dann Oriental Lady auf dem vierten Platz. High Heat, fünfte ist Absolutely Me und dann weit zurück Nocturne und Lily Moon. Ja, und was wir eben gesehen haben, hat soeben der Zielrichter bestätigt, der vorläufige Richterspruch im vierten Rennen, Nereide-Rennen. Siegerin ist die Programm Nummer 7, Gestüt Ittlingens Daksha. Auf dem zweiten Platz die Nummer 5, Gestüt Ittlingens Lalandia. Und auf dem dritten Platz die Favoritin des Rennens, Gestüt Augenquelles, Oriental Lady. 7, 5 und 8.